Wir sind mal wieder am Schwabenpfeil. Immer ja, komm, jederzeit. Empfehlung wert, ne? Immer ja. wieder und aufs Neue. Ja. Ihr habt vorletztes Jahr 10 Jahre Jubiläum gefeiert. 10-jähriges Jubiläum mit dem Schwabenpfeil, also mit den Backöfen, haben wir ja damals vor 10 Jahren angefangen. Jetzt hier, das Gebäude hier, die Schwabenpfeilstube, steht jetzt das 5. Jahr. Hast du deiner Frau ein Hexenhäuschen gebaut? Das Wohnhaus von meiner Frau, ja. Echt, ja? Nein. Nein. Das bietet Platz für 8 Personen. Ja, kann man mieten. Was mieten? Man kann mal reinsitzen, wenn es regnet oder wenn es kühler wird. Im Sommer, im Winter wird es dann beheizt. Echt? Ja, so richtig? Wunderbar. Vorne dann mit Feuerchen und alles drum und dran. Das wird im Winter bestimmt ein Schlager. Also da ist wirklich richtig schön zu sitzen. Mhm. Auch jetzt im Sommer schon. Es ist ja sowieso immer gemütlich bei euch, weil man hat ja das pure Dorfleben hier mit Enten und Katzen und Hühnern und Hasen und allem möglichen Schnickschnack, was man da sich so vorstellen kann. Das finde ich schön, das finde ich urisch gemütlich. Mhm. Und wenn man hier so sitzt, kann man sich ja so die Spezialitäten des Hauses einfach mal so kredenzen lassen. Sag mal, es ist so ein bisschen Urlaub. Naja. Ja, zu Hause Urlaub zu haben, das ist das Feeling hier, das ist außenrum. Abends dann alles so indirekt beleuchtet, die Büsche, die Bäume und alles drum und dran. Also das ist mal richtig schön, die Seele baumeln lassen. Was liebst du mehr, deine Frau oder hier das oder beides zusammen gleich? Das ist eine fiese Frage. Hättest du dir mal vorstellen können, dass es so wächst, als du hier angefangen hast? Nein, absolut nicht. Na? Nein. Also wir haben es natürlich gehofft. Angefangen haben wir ja mit den Holzbacköfen auf dem Markt in Görlitz. Inzwischen machen wir sehr viele Geburtstage, Hochzeiten. Bin ich jetzt morgen unterwegs mit dem Holzbackofen. Also Holzbackofen-Catering machen wir ja sehr viel, auch jetzt im Sommer. Dann der Biergarten wird hier super gut angenommen, weil es einfach gemütlich ist. Also weißt du selber. Und draußen sitzen ist ja auch immer schön, Biergarten sowieso. Ja. Wie viele Mäuler kriegst du denn satt mit deinem Holzbackofen? Also wir haben jetzt Gesellschaft gehabt letzte Woche, das waren 220. Sagen wir, bis 300, 400 Personen schaffen wir das schon. Also ohne Probleme? Ohne Probleme, ja. Und wenn es dann 1000 werden, fährst du mit 2 Autos vor? Dann fahre ich mit 2 Autos vor. Aber mit den Holzbacköfen sollte es zumindest mal 35 sein. Ja. Wenn jemand Geburtstag hat, will zu Hause feiern, will das mit dem Holzbackofen machen, also Fleisch dort raus, den Flammkuchen und so weiter, dann sollte es 35 sein. Ansonsten bietet man eigentlich auch so Buffets an aus unserer Küche, wo ich dann hinfahre. Dann spielt es keine Rolle, ob das 7 Personen sind oder 20. Es schmeckt super, immer alles bestens. Und was kommt aus eurer Küche an Spezialitäten alles raus? Ist es mehr geworden vor allem? Das ist ja die Frage. Es ist mehr geworden, auf alle Fälle. Wir haben ja aufgerüstet mit dem Räucherofen. Das heißt, einmal im Monat gibt es frisch geräucherten Fisch. Also jetzt nicht nur Forelle, Saibling, sondern auch wirklich exotische Sachen. Und das hat sich fest etabliert, also ist immer ausgebucht dort. Es kommt super saftig raus, das Ganze, also ist ein Highlight. Ja. Wir bieten saisonale Gerichte, also ja, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Wir setzen viel auf Abwechslung, was der Markt, was die Saison eben auch hergibt. Spargelzeit zum Beispiel, wenn ich das mal hernehme. Bei Spargelzeit haben wir mal eine Spargelwoche und so weiter. Ihr habt auch, habe ich gesehen, spezielle Abende, spezielle Themen, Wochen oder Thementage. Wer ist auf die Idee gekommen und wie läuft das? Die Idee haben wir schon vor 3 Jahren gehabt und jetzt vor kurzem haben wir italienische Abend gehabt, also einen kulinarischen italienischen Abend, also dass auch mal was anderes gibt wie Pizza oder Spaghetti. Es gibt auch ganz ausgefallene italienische Sachen. Und das Pizza war, und Spaghetti fällt mir da spontan ein. Das urdeutsche Gericht Pizza. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, so mit Fleisch und alles drum und dran. Da gibt es sehr, sehr schöne, ausgefallene mediterrane Gerichte. Jetzt bei der Jahreszeit kommen eigentlich super an. Und dann im Herbst oder im Winter haben wir halt im Winter halt dann wieder Gans und sowas, was halt zur Saison einfach passt, zur Jahreszeit. Wie ist das, wenn das so ein bisschen rumpelt und rumort, wie es gerade eben macht? Ich meine, vielleicht hören Sie das, dass es ein bisschen gewittert. Kann man schnell rein oder? Da haben wir wenig Angst davor. Ich denke, es hält aus, aber wir haben hier aufgebaut den Biergarten. Und wir können jederzeit von außen, wenn es jetzt schlimmer wurde, noch innen sofort verlegen. Da müssten halt die Leute dann halt mitmachen, mal schnell, um zu siedeln nach innen. Ja. Aber wir nehmen dort nur so viele Bestellungen an oder Reservierungen, wie wir draußen wie drinnen haben.
dass sich da nichts überschneidet. Und ihr habt auch nach wie vor, also zwei Tage in der Woche habt ihr, gönnt ihr euch frei, also Ruhetag, einfach mal ein bisschen vorbereiten für das Neue wieder? Oder? Also unser Wochenende, jeder hat normalerweise einen Samstag und einen Sonntag. Bei uns sind die Wochenende aber so geregelt, bei uns ist Montag der Samstag und Dienstag der Sonntag. Am Mittwoch wird dann wieder vorbereitet, das muss ja wieder Holz gespalten werden. Das heißt, da finden die ganzen Vorarbeiten statt. Und dann von Donnerstag bis Sonntag haben wir ja dann normal geöffnet. Wenn wir dann wieder unterwegs sind, zusammen mit den Holzbacköfen. Die Stube ist auf und wir haben noch einen zweiten Holzbackofen. Das ist teilweise, sind da alle unterwegs. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich mag nicht mal Eisenbahn fahren wollen, ich mag auch nie rausfahren, gefahren werden wollen. Ich wohne in einer Stadt, in Görlitz. Ja. Wo find ich euch in Görlitz auch? Habe ich eine Chance, dass ich euch in Görlitz irgendwo eure Produkte abkaufen kann? Könntest du machen, auf dem Markt in Görlitz sind wir zum Beispiel, auf dem Elisabethplatz. Jeden Samstag sind wir dort. Da haben wir sehr, sehr viel Stammkundschaft. Es kommen auch sehr viele Görlitzer hier raus. Ja, der Bahnhof ist gerade ein Steinwurf weit entfernt, wenn du ein guter Werfer bist. Ja, also 2 Minuten. Es kommen viele, ist sehr gut erreichbar, auch von Löbau oder von Niesky. Immer, also ihr seid eigentlich zentral in der Mitte so von diesem, schon, ja. Dieses, und das ist auch so euer Einzugsgebiet. Ganz alles. Genau, ja. Ja. Und wenn ihr in Görlitz auf dem Markt seid, was habt ihr da so im Angebot? Was ist da die Ware, die ihr Fall bietet? Also da gibt es so die Holzofenbrote oder Kuchen, also da gibt es solche Dinge. Ja? Also Holzofenbrote, ganz spezielle Sorten, hochwertigstes Mehl. Es gibt Riesenstreuselkuchen, und, ja, momentan Blaubeer und alles was. Was halt so die Jahreszeit hergibt, ist ein Tipp, uns mal da zu besuchen. Mal, weil wir machen auch hier für unsere Gaststube das Brot selber. Ja. Ja, einfach mal reinbeißen, genießen, auch die Brotaufstriche und sowas. Macht Spaß. Macht Spaß. Ja. Das kann ich mir sogar vorstellen, das glaube ich dir auch. Ja. Bist du mit Leib und Seele so hier Schwabenpfeifer? Du bist ja Schwabe, ne? Ja, so richtig. Ja. Also ich komme aus Biberach an der Riss. Weiß nicht, ob du geografisch... Ja. Ich hab's da, Stuttgart, so und wo? Liegt weiter südlicher, liegt zwischen Ulm und Bodensee. Okay. Da, an der Grenze zu Bayern. Und dich hat die Liebe hierher geführt? Ganz genau, meine Frau hat mich her verschleppt. Und die Kochkünste oder mit oder nur alleine oder? Weil du hast sie ja in der Küche eingesperrt, sage ich mal jetzt. Ah, die Kette ist lang genug. Ja, okay, gut. Nee, das hat sie einfach, sie macht es mit Liebe, mit Herzen. Und ich denke, die Leute spüren das auch. Ja. Überhaupt, das ganze Team möchte mich da auch mal bedanken dafür. Wie wir das so aufgebaut haben, wie es gewachsen ist so die letzten Jahre. Schon tolle Sache. Aber so den typischen Kaffeenachmittag, kann man den bei dir auch machen? Also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne so von um 3 bis 6 mal Kaffee schlürfen mit Kuchen und Torte und sowas? Also wir haben ja unsere feste Öffnungszeiten von Donnerstag bis Samstag von 18 Uhr bis Open End und am Sonntag ab 11 Uhr bis 14.30 Uhr der Mittagstisch. Es kommen eigentlich auch dann die Zeiten, vor allem im Herbst dann wieder, wo jemand sagt, ich feiere Geburtstag, jetzt am Mittwoch zum Beispiel oder außerhalb der Öffnungszeiten anrufe, dann machen wir das perfekt, dann funktioniert das selbstverständlich auch. Kann ich mir außer im Fernsehen auch mal irgendwo angucken, wenn ich jetzt sage, okay, ich sehe es nie im Fernsehen, ich kann mir das nie vorstellen, aber gibt es eine Internetseite, wo ich mich informieren kann, oder? Also wir haben ja, ob das jetzt italienische Abend sind, demnächst haben wir den bayerischen Abend, ja, also holen wir ein bisschen Urlaub hierher in die Lausitz. Es findet in der Regel jeden Monat irgendwas mal statt und aktuell kann man das nachlesen im Internet unter www.schwaben-pfeil.de. Da stehen die Termine drin. Am besten anmelden, weil die Nachfrage ist ziemlich groß. Ja. Also es ist immer besser, die Plätze zu reservieren. Dann sollte man vielleicht jetzt auch schon für Weihnachten vielleicht irgendwie, oder seid ihr da schon wieder voll? Weihnachten ist so gut wie voll. Es ist nächstes Jahr schon so gut wie voll, aber wir haben noch Plätze. Ja. Es ist immer ratsam, vorher anzurufen und sich die Plätze einfach auch zu sichern. Macht ihr diese klassische Martinsgans, macht ihr sowas auch dann im Vorfeld? Alles dabei, ja. So ein Martinsgans aus so einem Holzbackofen raus, ja. Das ist sensationell. Ja. Was war das?
keine Ahnung. Das Haustier? Ja, nee. Na klasse. Super. Und das ist das Hexenhaus, da ist Hexe drin. Das ist die Hexe. Das Hexenhäuschen habt ihr dieses Jahr frisch gebaut. Das ist frisch gebaut. Das kam im große, also auf große Palette. Ich musste das selber zusammenschrauben und nageln und alles Mögliche. Das ist einfach noch ein zusätzlicher Schutzraum oder ein schöner, gemütlicher Raum für Tage, wo es mal ein bisschen kühler wird. Ich meine, du musst ja erstmal so eine Idee haben. Wann ist dir die Idee gekommen, hier so ein Häuschen einzustellen? Ja, mit Ideen sind wir gut ausgestattet, ja? Grundsätzlich. Es wird auch noch viel, viel passieren. Ideenmäßig wollen wir noch einiges umsetzen. Ich denke, da wird noch die eine oder andere Überraschung dazukommen. Schön, super. Hast du eigentlich in deiner eigenen Küche ein eigenes Lieblingsgericht? Ich bin eher ein Typ, wo sich gern durchprobiert. Also ich probiere gern alles durch. Und zwar nicht in Massen, sondern so eher so zupfmäßig. Ja. Momentan, was mir einfach nahe liegt, ist auch die mediterrane Schiene, beziehungsweise der italienische Abend. Das ist so meine Schiene, wo ich sage, ja, genau. Wenn ich dich jetzt frage, ja, was empfehlen Sie mir denn? Also dann alles bunt durch, oder hast du, was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich sage, ich nehme jetzt die Empfehlung des Hauses, nehme ich? Wir haben jede Woche, ihr habt ja vorhin schon gesagt, wir setzen auf Abwechslung. Das heißt, wir haben jede Woche eine Zusatzkarte, wo sich jede Woche ändert. Ja. Und da kann ich mir dementsprechend, das sind Empfehlungen des Hauses. Ja, es gibt selbstverständlich auch mehr, aber das sind so die Empfehlungen, wo da drin stehen. Und da müssten wir jetzt mal an der Karte gucken, weil das sind so 7, 8 Sachen, sehr empfehlen oder halt für empfehlenswert halten. Ansonsten gibt es auch für kleine Gerichte natürlich was, die Pizza aus dem Holzbackofen dort drin in der Stube oder so ein richtiger Flammkuchen natürlich, frisch vom Stein, das passt immer rein. Und wenn ich jetzt sage, Geburtstag feiern, ich möchte den Holzofen mal zu mir nach Hause haben, also ganz einfach herkommen, beraten lassen, oder wie funktioniert das? Anrufe erstmal, ob Termin frei ist. Wenn Termin frei ist, dann treffen wir uns hier und sprechen das näher. Und was ist so das Typische, was aus dem Backofen dann rauskommt? Also hast du da, sage ich jetzt einfach mal, spezielle Gerichte? Oder habe ich da, wenn ich jetzt sage, ich möchte Zunge mit was weiß ich haben oder ich möchte italienisches sonst was haben? Oder sagst du, ich habe festes Angebot im Holzbackofen, ich habe das und das? Auch das wird vorher abgesprochen, was gewünscht wird. Natürlich haben wir, weil wir das ja sehr oft machen, haben wir schon so das Gefühl, was da aus dem Holzbackofen rauskommen könnte oder sollte. Aber wir können nicht auf Sonderwünsche jederzeit eingehen. Wir haben jetzt in nächster Zukunft, das nächste Monat, ein Edelbuffet praktisch, so ein Zupfbuffet. Ja, das hat man nicht alle Tage. Geht auch die mediterrane Schiene. Da waren wir direkt vor Ort kochen. Also mit unsere Kochflächen nehmen wir da mit. Da sind wir praktisch Gastkoch außerhalb. Ja. Schön. Also reichhaltig und bunt gemixt durcheinander. Je nach Wunsch. Und genau. Ein ganz heißer und Insider-Tipp eigentlich bei euch. Also es hat sich inzwischen, muss man wirklich jetzt so sagen, zum Geheimtipp entwickelt. Und das wollte man eigentlich auch so. Darum ist es immer ganz gut, vorher wirklich anzurufen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja. Hast du so Übersicht, der weiteste Gast, von wo kam der? Der weiteste Gast, der durfte jetzt irgendwo bei Freiburg sein. Richtig, auch, ja. Also einfach so geguckt und Freiburg, Schweizer haben wir schon da gehabt. Ja. Italiener haben wir auch schon da gehabt. Die kommen eigentlich, die sind dann irgendwo zu Gast. Ja, natürlich hier irgendwo bei jemandem. Und dann sind die da. Ich habe vor kurzem jetzt einen Schweizer kennengelernt. Oh. Also es war sowas von toll. Wir haben jetzt noch Kontakt, einfach weil er hier mal da war. Das hat ihm so gefallen. Der war gleich am nächsten Tag dann auf dem Markt in Görlitz und der war hin und weg. Also geht's nicht. Ganz klar. Super. Ihr habt doch so dieses Flair mit dem Feuer immer so ein bisschen hier. Ja. Also ich habe gesehen, da, wenn da ein Kesselgulasch kocht da irgendwie so drunter, und dann habt ihr auch hier diese Schwedenfeuer, die stellt ihr manchmal hin. Dann habt ihr auch manchmal hier so ein offenes Feuer, so ein Lagerfeuer. Gibt es da feste Zeit oder feste Tage, wann ihr das macht, oder machst du es einfach spontan? Nee, wir machen spontan, je nach Witterung, wie es Wetter mitmacht. Zum Beispiel heute Abend, es donnert uns ein bisschen, es geht vorbei, verziehen wir uns rein, und wenn es hält, verziehen wir uns raus, und dann wird es auch Feuer geben. Im Winter machen wir zum Beispiel sehr gern richtig großes Lagerfeuer mit Glühweinempfang und sowas.
Das haben wir eigentlich immer. Super, schön. Das haben wir immer da. Wir schauen halt, dass die Stimmung stimmt, dass es Flair für die Gäste, ja, dass sie sich wohlfühlen und gern wieder. Hast du schon mal irgendwann gesagt, oh, keine Lust mehr? Ja, natürlich. Aber das kommt dann wirklich, das war jetzt wie letztes Wochenende, da waren wir wirklich, wir haben am Montag nur geschlafen und das will schon was heißen. Ja. Ja. Das war dann einfach sehr, sehr viel an Arbeit, aber lieber so, wenn wir mal auf Gäste warten müssen. Wann macht eigentlich ein Gastwirt Urlaub? Also stell mir das so vor, ich meine, ihr seid ja den ganzen Sommer, seid ihr da. Ja. Und ihr müsst ja auch mal, und wann müsst ihr mal sagen, so jetzt frei Urlaub oder weg? Gut, wenn wir mal was machen, dann vielleicht 3-4 Tage, vielleicht zweimal oder dreimal im Jahr und das reicht dann auch. Ja? Ja. Aber ihr habt zu Hause sozusagen immer so Gartenurlaub und ganz Montag, genau. Dienstag? Tiere haben wir ja auch noch hier, die müssen auch versorgt werden. Wir fühlen uns ganz wohl, speziell ich. Ich habe jetzt hier nochmal das Tennisspielen entdeckt hier in der Lausitz. Haben einen richtig schönen Tennisplatz entdeckt in Gersdorf. Mhm. Und da spiele ich sehr gern, da gehe ich sehr gern hin. Und boah, also ich brauche nicht mehr. Schön. Unser Urlaub ist hier irgendwo. Und wenn dann die Gäste noch alle da sind und freundlich glücklich nach Hause gehen, ist das Urlaub pur. Ganz genau. Das, besser kann man es nie sagen. So ist es. Dann wünsche ich euch von Herzen immer nette Gäste, jawohl, volles Haus von Donnerstag bis Sonntag immer. Mhm. Wir und ja, weitermachen. Alles klar. Bitte, ich danke dir. Dankeschön.